Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Es ist jetzt 10 Uhr türkischer Zeit, 9 Uhr deutscher Zeit. Wir hatten gestern noch gefeiert bis 2 Uhr und ja, deswegen sind wir ein bisschen später aus dem Bett. Aber hier beginnt erst das Leben nach 11 Uhr. Ich wollte euch nur zeigen, wo wir jetzt untergebracht sind. Unsere Wohnung, wie gesagt, ist ja noch nicht bezugfertig. Wir müssen erstmal Tapu machen, dann Möbel kaufen und wir fahren jetzt in ungefähr einer halben Stunde zum Bauträger und lassen uns den Schlüssel geben und dann gehen wir in die Wohnung. Dann nehme ich jetzt alles auf und zeige ich euch schnell die Gegend, wo wir untergebracht sind. Rübergehend, also ich schätze mal so eine Woche müssen wir hier bleiben, aber es ist nicht schlimm. Moment, jetzt drehe ich mal die Kamera. So schaut es aus. Die Pools sind wie überall oder fast überall leer wegen Corona, sieht man ja. Und hier drüben, zeige ich mal, ja, darüber geht es zum Meer, also ungefähr 400 Meter. Circa von hier aus. Das ist so ein Gebäude wie das hier. So schaut das aus. Und hier drüben, also die ganze, Moment, hier oben, ups, zu viel. Hier, die ganze Breite, das ist das Taurusgebirge auf der linken Seite. Hinten die Bananenplantagen ganz oben. Da kann man es anzoomen. Ja, ganz oben gibt es die Bananenplantagen und Orangenplantagen und so weiter. Und wir sind hier mitten im Wohngebiet. Ziemlich ruhig. Die Sonne brennt. Es ist ca. 30 Grad um 10 Uhr. Aber keine Luftfeuchtigkeit, so wie ich befürchtet habe. Gott sei Dank nicht. Und hier unten ist noch ein Spielplatz. Also hier gibt es auch Wohnungen zu mieten scheinbar, vor Rent, da unten. So, dann würde ich sagen, bis später, aus einer anderen Perspektive. Danke und ciao, bis dann. So, zuerst gibt es ein Frühstück, eine leckere Tauchsuppe, eine Hähnchensuppe, nichts Großes. Was Kleineres und dann geht's weiter. Also wir essen auch was und so schaut es aus. Lecker, lecker. So, als Nachschlag gibt es noch ein Omelette ohne Käse natürlich mit einem frisch gepressten Orangensaft. Jetzt kommt noch ein Brot. Und dann noch Brot dazu. Frisches Brot. So lässt sich's leben. Einwandfrei. So, wir sind jetzt beim Bauträger angekommen. Und jetzt warten wir, bis der Chef rauskommt. So schaut es aus hier. Das ist Aydemir Group. Schaut cool aus. Hier. So schaut es aus. Kennt ihr bestimmt vom Video. Er hat mehrere Gebäude, aber das sind zwei jetzt in Mahmudlar. Genau, so schaut es aus. So, dann schauen wir dann, wie es dann weitergeht. Wir melden uns. Ciao. So schaut es aus, wenn man dann kommt, bekommt man einen Chai, einen Tee, einen Kaffee in türkischen oder ein Wasser. Alles inklusive. Optimal. So lässt sich leben. So Leute, wir sind wieder zurück. Es gab eine Planänderung und zwar
können wir erst in 3 Tagen circa in die Wohnung. Ja, das ist dem zu schulden, dass wir einfach ein deutsches Denken haben. Und in der Türkei läuft es doch ein bisschen anders. Ja, in 3 Tagen können wir rein. Die müssen noch die ganzen Feinarbeiten machen und dann können wir erst in die Wohnung rein. Und ja, Tapu kommt da noch dazu. Das ist auch demnächst. Der Termin steht noch nicht fest. Auf jeden Fall melde ich mich dann wieder. Und das ist jetzt mal so, wie es ist. Ist nicht so schlimm. Ja, bis dann. Ciao. Lass dein Abo da. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns und hören uns. Ciao, ciao.